Tatort, Seilschaft, Rabea Eck, die junge Serienkillerin. Der Züricher Tatort, Seilschaft, 30.04. Das erste, verblüfft mit einem überraschenden Twist. Wie sich herausstellt, hat nicht etwa die italienische oder albanische Mafia die brutalen Morde an reichen und einflussreichen Männern verübt. Sondern Gina Gogo Keller, ein Heimkind, das seine Schwester Sue Keller, Cheyenne Tanner, aus den Fängen der missbrauchenden Männervereinigung befreien wollte. Ein weiteres Heimkind, Ronja, Liliane Zünd, lieferte den Schweizer Kommissarinnen Tessa Ott, Carol Schuler, 36, und Isabelle Grandjean, Anna Piri Zürcher, 46, entscheidende Hinweise zur Lösung des Falls. Auch sie brilliert in ihrer Rolle. Das ist über die beiden jungen Krimi-Stars bekannt. Für die Schweizer Schauspielerin Rabea Eck waren die Dreharbeiten zu diesem Sonntagskrimi quasi ein Heimspiel. Denn sie kam 1998 in Zürich zur Welt. Wie ihrer Seed-Karte der Theaterakademie August Everding zu entnehmen ist. Sammelte sie schon als Kind erste Bühnenerfahrungen, seit 2020 studiert sie Schauspiel, Bachelor, an der angesehenen und großen Münchner Ausbildungsstätte. Ihr Kameradebüt feierte Rabea Eck 2013 in dem Kurzfilm Between. Für ihre Rolle im Fernsehfilm Lina, 2015, von Regisseur Michael Scherer, 48. Tanöd, wurde sie 2016 mit dem Schweizer Fernsehfilmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Laut der Online-Casting-Plattform Cast4Ward ist Rabea Eck zudem recht musikalisch. Bei ihren Fähigkeiten führt sie an, Jazz-Dance, gut, Modern-Dance, gut, Afro, Grundkenntnisse. Bühnengesang, Grundkenntnisse, und Violoncello, gut. Ebenfalls sehr auffallend im neuen Schweiz-Krimi ist die blasse und kupferrothaarige Jungschauspielerin Liliane Zünd. Die Schweizerin kam 2006 zur Welt. Laut der Bell Academia Kinder- und Jugendschauspielschule Zürich begann sie im Jahr 2017 dort ihre Ausbildung.